Hallöchen und willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. So, immer noch leider Singleplayer. Mehr oder minder, es sind ja noch andere Mitspieler hier auf dem Felde, die man so nie sieht. Die aber ordentlich am Kämpfen sind anscheinend. Ja, wir werden uns gleich mitgesellen und zwar sollen wir den Wächter, sollen wir einen Kalthafenwächter, was auch immer das ist, besiegen. Lyris sagt, die Kalthafenwächter würden es Molag Bal erlauben, den wehklagenden Kerker persönlich im Blick zu halten. Wenn wir aus Kalthafen entkommen wollen, müssen wir ihn blenden, indem wir einen der Wächter vernichten. Vom Kollegen habe ich gehört, er wollte dort an den Ort spielen, wo ich bin. Ich glaube aber, er denkt, ich bin ein bisschen weiter, deswegen spiele ich hier noch eine Folge hinterher. Nur um sicher zu gehen. So, wo müssen wir dann hin? Aua. Mistviech. Das sind anscheinend die Wilden. Ach ja, ich muss ja R drücken. Alles andere funktioniert ja nicht. Ich könnte mich natürlich auch noch hier ein bisschen aufhalten und leveln. Boah, der tut ganz schön weh. So, bisschen Gold eingesackt. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen von ihnen vernichten, sind auch die anderen eine Zeit lang geblendet. Okay, ist natürlich die Frage, zusammengeht das natürlich deutlich leichter. Da ist die Frage, wo ist denn einer dieser Wächter? Laut Markierung da. Aua. Okay, mir tut's weh. Riesenschwert. Alter, da hinten sind sie ja mächtig am Fighten gerade. Was habe ich hier? Ein weggeworfenes Eisenschwert. Und das Eisenschwert, ja, das macht auch ein bisschen mehr Schaden. Kann ich das wegwerfen? Einfach so. Achso, das wird dann zerstört, ne? Dann will ich es lieber. Das hat überhaupt keinen Wert, ne? Dann verkaufe ich es. Dann verschmeiße ich das lieber weg. So. Es ist zerstört. So, jetzt machen wir mehr Schaden mit dem Ding. Alter, da soll ich durch. Ernsthaft. Ne, ich bin ja auch vollkommen vernichtet. Vollkommen vernichtet bin ich ja, genau. Ich bin ja auch vollkommen verkehrt, sag ich. Der ist da oben. Wow. Macht ordentlich Schaden, ey. Das ist nichts zu, nichts zu dingsen hier, nicht zu spaßen. Aua. Also die Attacke, der Dolchstoß ist gar nicht mal so schlecht. Das ist ein Instant-Kill für diese Viecher. Da oben ist unser erster Boss, den wir alleine besiegen müssen. Ich denke mal, das ist dann die erste große Herausforderung hier. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Oder sterben wir? Wir können ja praktisch nicht sterben. Wir sind fast unsterblich eigentlich. Komm her. Oh, wow, wow, ich habe was Neues. Und zwar ein Ahornschild. Sieht er besser aus? Oh, doch, sieht ein bisschen besser aus. Den anderen Schild behalte ich mal im Inventar, weil der noch ein bisschen wert ist. Hallo, Wächter. Achso, soll ich jetzt einfach hier so... Leer. Erreicht die Zelle des Propheten. Schnell,
Während er geblendet ist, müssen wir zur Zelle des Propheten. Wo ist denn die Zelle des Propheten? Propheten. Ah, da unten. Ich vermute mal, das ist für jeden praktisch interaktiv. Und wenn jemand der Gilde praktisch beigetreten ist oder so, dann siehst du, der Gegner spawnen auch immer neu. Hallo, die sind aber aggro. Der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Eilt euch! Da weiß jemand von meiner Flucht. Das ist aber ganz schlecht. Das ist auf der anderen Seite. Stirb, 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 stirb. Denk mal, es werden... Wow. Es werden wahrscheinlich nicht allzu viele... Ey, cool, eine Hose. Nicht allzu viele, da sein. Cool, bringt mir schöne Rüstung. Das ist immerhin, etwas. Oh, das sieht zwar scheiße aus, aber es tut seinen Dienst im Moment. Die Truhe da oben war wahrscheinlich schon gelootet von jemand anderem. Deswegen konnte ich da nicht reingucken. Es gibt natürlich, heute ist natürlich erster Access-Tag. Der erste Early-Access-Tag, deswegen, sind natürlich einige hier, aber auch nicht alle. Das wird wahrscheinlich am 4., wenn das Spiel rauskommt, ein bisschen heftiger. Deswegen ist das schon gar nicht schlecht, dass wir hier mitten einsteigen. Du stehst mir im Weg. Gut gemacht, mein Freund. Bei Arkais Bart. In einem Kampf seid ihr einiges wert. Ja, vielen Dank. Okay, da kommt jemand, beziehungsweise läuft uns entgegen. Hallo und tschüss. Ja, die sind aber auch ordentlich am Kämpfen. Stimmt, wir haben ja auch noch diese Rolle, die vergesse ich auch immer wieder. Ich muss in diese Richtung. Was ist da oben? Also so Personen, die sich komisch verhalten, so wie da hinten, die springen, sind eindeutig Spieler. Die Frage, man kann ja bestimmt nichts machen, oder? Man könnte ja auch ein paar... Oh, Beraubte. Stufenausstieg. Level 3. Ein Ahorn-Wiederherstellungsstab. Das ist ein neuer Gegenstand. Fette Würmer, ja. Dieser Gegenstand erzielt bei Händlern einen höheren Verkaufspreis. Aha. Es ist ein Heilerstab. Kann man verkaufen, ist gut. So, achso, ich habe ja Stufenausstieg. Dann kann ich mich ja erstmal hier... Ich muss mich mal aus der Gefahrenzone bringen. Ich weiß, dass hier nämlich dann Gegner spawnen. So, stelle ich mich einfach mal hier mit kampfbereiter Ausrüstung. Kann natürlich auch sein, dass das Spiel dann denkt, er ist jetzt im Menü, den greife ich jetzt nicht an. Aber ich glaube, so weit ist das Spiel nicht. Ich könnte hier noch... Stimmt, ich kann ja... Ich habe hier einen neuen Fähigkeitspunkt. Aber ich werde nochmal einen Punkt auf Leben setzen. So. Und... Das ist natürlich die Frage, was nehmen? Das sind passive Fähigkeiten, die werde ich sicherlich so oder so mal mitbekommen. Ja, die, wie bei Skyrim, erhöhen die sich automatisch hier. Aber das sind so Talente, die ich dann machen kann. Die ultimative Fähigkeit, Steinfaust. Ich denke mal, aber ich mache drakonische Macht. Rüstung meine ich. Also drakonische Macht. Und gespickte Rüstung. Ich möchte gerne Drachenblut sein. Bekommen wir erst ab Level 20 und wenn wir ein paar Ränge hier... Ne, warte mal. Was bringt das nochmal? Erhöht eure Rüstung 17 Sekunden lang um 75 und wirft 5 Schaden auf Nahkampfangreifer zurück. 17 Sekunden. Kostet ein bisschen Magika. Natürlich die Frage, habe ich die Magika, ne?
Was habe ich denn hier? Einhand. Das kostet Ausdauer auf jeden Fall. Das sind so Ausdauersachen, ne? Könnt auch heilen im Prinzip. Ne, ich denke mal, es ist Zeit, etwas mit Magicka zu machen. Ich denke mal, drakonische Macht ist schon gar nicht so schlecht. Verursacht 18 Schaden und schlagt euren Gegner, euer Ziel 3 Sekunden lang zu Boden. Kostet aber mehr Magicka im Endeffekt, ne? Dann nehme ich das ja. Zack. Kommt auf die 2. Magicka habe ich wie viel? 140. Gut, das reicht auf jeden Fall, um, wow, um was zu reißen. Gut, wir gehen dann am besten da hoch. Mit gezückter Waffe natürlich. Herr Marmoras lackere Zunge. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. Ne? So wird die Tür dann bewacht. Ach, ich soll mit dir sprechen, okay? Verdammt! Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Oh, vielleicht kann Catwell uns helfen. Wer ist Catwell? Catwell ist der älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Catwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Wie soll ein Verrückter denn irgendwie helfen können? Catwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Es ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. Lass uns diesen Catwell suchen. Sprecht mit Catwell. Ich denke mal, der eine, der hier einfach hier so in der Gegend rumstand, hat auch mit ihr gesprochen. Ich denke mal, jeder hat einen imaginären Begleiter mit sich rumlaufen. Sie frage, So. Aua. Ich habe da einmal eben das Leben gerettet. Ich denke mal, das ist okay. Dafür haben wir bei Drakonische Macht Level 2 erreicht. So, wo ist denn dieser Catwell? Es gibt schon Leute, die müssen schon auf sich achten. Ja, ich muss mich ehrlich da jetzt durchschlagen. Okay, dann machen wir das. Feuerdronarchen, ey. Ich hasse diese Dinge. Ach, da ist er ja. Eines schönen Tages, mitten in der Nacht, kämpften zwei tote Könige um die Macht. Rücken an Rücken stehend sahen sie sich an und erdolchten sich mit ihren Bögen sodann. Der ist wahrlich verrückt. Der kann auch nicht mal Gitarre spielen. Hallo, was ist denn das? Macht ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Ihr müsst Catwell sein. Sir Catwell. Ja, in der Tat. Es ist mir ein Vergnügen. Und die schöne Lyris. Freut mich, euch zu sehen, werte Dame. Wie geht es euch denn? Wir versuchen, in der Klause des Propheten zu gelangen. In die Klause? Was ist denn eine Klause? Okay. Die Tür ist verschlossen. Oh je. Nun, das ist natürlich etwas lästig, nicht wahr? Ich sage euch was. Ich kenne zufälligerweise noch einen anderen Weg hinein. Eine sehr viel malerische Route. Eine richtig schöne Strecke, um ehrlich zu sein. Voller Fallen und Leichen. Und zwischendurch sorgen ein paar fiese Viecher für etwas Abwechslung. Wie kommen wir da durch? Eher vorsichtig, würde ich vermuten. Passt auf, wo ihr hintretet. Haltet euch die Nase zu und achtet mir bloß auf die Fallen. Man muss wohl auch damit rechnen, gelegentlich die Beine in die Hand nehmen oder ein paar Schädel spalten zu müssen. Kein Problem. Wo ist der Eingang? Folgt dem Fluss. Am Ende des Wasserlaufs werdet ihr die Tür zum Unterbau finden. Sobald ihr drin seid, haltet ihr euch an das Licht. Dann stoßt ihr auf eine Leiter, die euch geradewegs zum Propheten bringt. Bestellt ihm doch bitte meine besten Grüße. Danke. Versteckt er sich gerade? Viel Glück. Schaut doch ab und zu wieder vorbei, ja? Betrete den Unterbau. Okay. Ja. Ein sehr, sehr
Anständiger Typ. Wusch. Ich habe mir übrigens vertan. Ich hätte Logan eigentlich gar nicht nehmen brauchen, weil der existierte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Denn diese Ereignisse hier spielen 1000 Jahre vor Skyrim. Ja, aber stellen wir uns doch einfach vor, die daedrische Göttin Azura hätte Logan aus der Zukunft hierher beordert. Betrete den Unterbau. Wo finde ich den denn? Natürlich da rechts. Okay. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. An dieser Stelle machen wir demnächst weiter. Und ich stelle mich hinten in die Ecke, damit mich niemand sieht. Bye, bye.